Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem kleinen Kanal. Heute wird gebaut von Bluebrix, das schwarze Heldenfahrzeug mit der Produktnummer 102913, bestehend aus 1047 Teilen und kostet 39,95 Euro im Bluebrix Store. Das schwarze Heldenfahrzeug soll natürlich den Kit darstellen oder Night Industry 2000 und ja, kommt daher im großen Pappkarton. Bis auf das Bild ist da nicht viel zu finden. Bluebricks logo nochmal ein Warnhinweis. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Und das war's auch schon. Es ist keine Anleitung dabei. Die Anleitung gibt es als PDF kostenlos auf der Bluebricks seite herunterzuladen. Einfach bluebricks.com. Dann nach dem Modell suchen. Dann steht äh, also als erstes Registrieren. Dann nach dem Modell suchen. Dann kann man sich die PDF kostenlos runterladen, ob es gekauft habt oder nicht. Und dann geht das Bauen los. Unterteilt ist das Ganze nicht in Bauschritte. Das heißt, man braucht die ganzen 1000 Teile auf einmal. Dementsprechend sollte man das beim Bauen beachten, dass man da äh, genug Platz hat. Es sind wie immer meiner Meinung nach zu viele Tüten. Da hätte man ein paar mehr Sachen zusammenfassen können. Erstaunlicherweise haben wir diesmal zwei kleine Zipbeutel dabei. Einmal den und den großen hier hinten. Der Rest ist in den normalen Plastiktüten, die man aufschneiden muss. Wäre alles so, könnte man die ja eventuell später nochmal verwenden. Aber naja, vielleicht steigen sie irgendwann mal komplett auf SIP-Beutel um. Gut, ich fange dann jetzt mal an zu bauen. Ich werde euch dann wieder immer mal, wenn es anbietet, in der Pause einen Baufortschritt zeigen und am Ende gucken wir uns das Ganze an. Dann bis gleich. Ja, die ersten 25 Bauabschritte sind geschafft. Wir haben die komplette Grundplatte gebaut. Angefangen hier mit diesen großen Plates, werden halt nebeneinander gelegt, dann kommt in der Mitte zwei lange 2x16 Plates drauf, die das Ganze dann zusammenhalten und dann wird hier Schicht für Schicht aufgetragen. An sich alles kein Problem. Vom Bauen her zumindest. Teilequalität ist. Ich sage mal in Ordnung. Also im Vergleich zur Limousine, ich packe es mal hier oben rein, ist es besser geworden. Beziehungsweise die Charge oder so ist zumindest besser. Die Fliesen sind bei weitem nicht so zerkratzt. Also ihr seht das, mit denen kann man echt schon arbeiten, aber sind immer noch nicht perfekt. Oder ich sage mal ein GoPrix oder Kader Niveau dran. Das ist immer noch ein Schritt weiter. Was mir aber ein Dorn im Auge ist, sind zum einen die Angriffspunkte hier von den Slopes. Oder von diesen Ecken hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch als Slopes durchgeht. Die sind zwar auch wieder hier wenig bis gar nicht stark zerkratzt, aber dafür auch nicht sehr, sehr glänzend. Aber die, die Angriffspunkte sind halt massiv. Also, ihr seht das überall, dass das ganz schön sichtbar ist. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und eine Kleinigkeit noch hier um diese Plate Modified. Die haben hier so einen leichten Ring drumrum. Sagen sage mal, man sieht es auf den ersten Blick nicht, da muss man wirklich schon genau hingucken, aber die haben immer noch so einen geriffenen Ring, als ob beim, ja ich, ich kenne das von, wenn man, wenn man Lack irgendwo aufträgt, dass der manchmal so Rillen zieht, aber ich meine, die, die Teile werden ja am Stück gegossen ich wüsste nicht, wo das herkommen soll, aber hier sieht man es halt wirklich. Man muss wirklich, man muss suchen, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, guck dir das an, aber es ist halt nicht perfekt, es ist komischerweise auch nicht bei jeder. Hier bei den Schwarzen ist es auch nicht. Hm, Keine Ahnung, woher das herkommt. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, Klemmkraften so ist alles in Ordnung. Die Pins, die zwei, die hier, oder vier, die hier verbaut sind, sind ein bisschen hakelig. Aber jetzt, man braucht keinen Hammer, um die reinzudonnern, sondern das kriegt man schon hin. Ja, und wie gesagt, ich bin überrascht, dass die Fliesen im Vergleich zum letzten Mal zumindest besser geworden sind. Vielleicht arbeiten sie ja dran. Oder ich hatte einfach nur Glück bei der Charge. Gut, soviel zu den ersten 25 und dann gucken wir mal, wann es die nächste Pause gibt. So, das ist dann jetzt bis Schritt 93. Haben wir angefangen, dann nachdem die Grundplatte fertig war mit den Sitzen. Als erstes die Rücksitzbank und dann nehme ich mal stellvertretend einen so einen Sitz raus. Ja, ist ganz nett gemacht mit den ganzen äh, Slopes, die auch die noch nicht wirklich zerkratzt sind. Also da muss ich sagen, das ist wesentlich besser als beim letzten Mal. Ähm, ja, ist ganz nett gemacht. Man kann die Kopfstütze ein bisschen einstellen und man kann den Sitz äh, nach hinten verstellen. Aber da es nur ähm, die Gelenke ziemlich schwer sind und hier nur an den zwei Noppen hält, ähm, passiert genau das. Das reißt eher den Noppen raus, als dass man den Sitz richtig verstellen kann. Darum einmal rein und dann fertig. Bei paar sitzen genau das Gleiche. Dann ging es weiter mit den Türen. Und da habe ich dann auch schon wieder vorhin zu früh gelobt. Von wegen ist ja schwarz, da kann es mit den Farben nicht so schlimm sein. Ähm, ja, das sind, ich sag mal, wenigstens drei Schwarztöne. Hier unten der eine Stein, der ist richtig schwarz. So stelle ich mir schwarz vor. Dann haben wir wieder ein bisschen was Helleres. Dann hier ein, der ist ein bisschen dunkler. Ähm, ja, also. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man bei einem Hersteller äh, Schwarztöne in den unterschiedlichen Formen vorfindet. Also das ist jetzt schon wieder ein bisschen... Ja, das zieht einen doch runter, wenn man dann weiß, das ganze Auto wird schwarz. Bin ich gespannt, wie das am Ende aussieht. Ja, wie gesagt, Farben selbst beim Schwarz klappt es nicht. Gut. Wir haben halt die Türen gebaut. Die sind dann auf beiden Seiten gespiegelt gleich. Hier aber auch schön mit Innenverkleidung und den Telefonhörern als Türgriff. Das ist ganz nett. Und auch stabil, also mit zwei Gelenken gehalten. Leider kein Anschlag. Das heißt, wenn man den Spiegel nicht abreißen möchte, muss man aufpassen, dass man sie nicht zu weit nach vorne klappt. Machen wir nochmal kurz den Spiegel wieder dran. So, was. So. Ja, dann kommt hier die komplette Frontpartie. Ähm, da haben wir dann auch schon das Cockpit. Schön mit dem ähm, Kit, der dann spricht, hier in Rot mit ähm, Trans, Trans Red Steinen. Was habe ich hier abgerubbt? Ach, hier von der Seite. Ähm, ja, ist nett angedeutet. Und in der Mitte haben wir natürlich noch für die Automatik den Schalter zum Wählen vorwärts, rückwärts oder neutral. Aber auch wieder mit diesen Gelenken wie hier hinten, die ziemlich straff sitzen. Also da muss man aufpassen, dass man es nicht komplett rausreißt. Ja, das setzt man dann auch als Stück hier vorne ran. Und dann ist es das auch schon gewesen. Von hier vorne sieht man dann auch wieder hier, dass es da jede Menge unterschiedliche Schwarztöne gibt. Und im Tageslicht ist es sogar noch schlimmer als jetzt hier äh, an der, in der Beleuchtung, die ich hier habe. Ja, es ist schade. Aber gut. Wir sehen es am Ende. Ich baue weiter. Bauschritt 141. Und damit ist dann die Frontpartie eigentlich auch komplett fertig. Es fehlt nur noch die Motorhaube, aber ich wollte es euch vorher mal zeigen, wie es dann innen aussieht, denn haben einen sehr detaillierten Motor. Aus mangelnden technischen Kenntnissen kann ich euch jetzt nicht sagen, was man da so alles genau sieht, aber er sieht schön aus und vor allen Dingen wirklich detailreich. Sitzt alles sehr fest, also da ist jetzt auch nichts Wactiges dran oder so. Und nachdem da dann drin ist, das sind letztendlich drei Teile, einmal der mittlere Block und dann die zwei, ich weiß nicht, ob das ähm, Turbolader oder sowas sind für einen Boost, den er ja hat oder den Kit hatte. Jedenfalls sind das dann nochmal zwei Teile, die dann drauf äh, reingesetzt werden. Danach baut man dann die Frontpartie. Das Geriffelte, das sind halt jede Menge Flügelelemente, die dann gestapelt werden. Transclear-Teile sind drin, die auch diesmal Transclear sind und auch nicht zerkratzt. Also das ist in Ordnung, die kann man so benutzen. Und danach geht es dann langsam an die Kotflügel, die hier sogar, ihr seht es ja hier, von beiden Seiten sind. Also, das sind nicht nur vier, sondern insgesamt acht Stück. Auch sehr stabil wieder, also doppelt verankert, dass es hält und nicht einfach abfällt das passt. Ja, und dann wird das Ganze noch mit Slopes und Fliesen verkleidet und da auch wieder keine großen Kratzer oder sowas drauf. Genauso bei den Fliesen hier. Das ist alles wirklich wesentlich besser als beim, bei der Limousine, die ich zum Schluss gebaut hatte. Das Einzige ist auch hier wieder ähm, das mit den Schwarztönen, dass die immer mal unterschiedlich sind hier. Der ist zum Beispiel wieder viel dunkler als die daneben und so geht das dann hier die ganze Zeit lang. Ja, wie gesagt... So viel dazu und jetzt geht es glaube ich dann mit der Motorhaube weiter und dann gucken wir mal, wann es ans Heck geht. So, der letzte Zwischenstopp, bevor es dann aufs Ende zugeht. Bauschritt 169. Ging dann weiter mit der Motorhaube, die wir gebaut haben. Die wird am Stück gebaut. Ja, alles sehr stabil. Also da kann man auch aufklappen, ohne dass man irgendwas abreißt. Ist dann von unten mal ah, ein bisschen so mit dem Licht, hier mit diesen runden Dingern alles immer noch. Verbunden, dass sich da nichts leicht löst. Ansonsten die Slopes auch wieder ja, kleine Mikrokratzer sind drinne. Von daher wie gesagt, es ist immer noch nicht nicht Kader, up, ein bisschen in die Mitte, nicht Kader, nicht Lego oder äh, moldking oder sowas. Aber es ist es ist eine Verbesserung zu erkennen. Ja, das mit der äh, Erhöhung hier drauf. Das Original hatte das ja auch. Da war es halt schön rund. Wüsste ich jetzt nicht, wie man das mit den Steinen hätte besser lösen können, aber zumindest ist es angedeutet, wie es dann auch beim äh, Kit in der Serie war, mit der Hutze so fahrerseitig. Ja, nachdem die dann dran war, ging es zur Heckpartie. Wird dann auch wieder äh, Schicht für Schicht aufgebaut. Erstmal in der Mitte äh, eine große Platte reingepackt. Dann hat man hier den Hohlraum, der wird dann als nächstes zugebaut. Darum wollte ich es euch vorher zeigen. Ich weiß gar nicht, ob man in der Serie, dafür habe ich es halt wirklich schon so lange nicht mehr geguckt, ob der jemals einen Kofferraum offen hatte. Oder ob da halt wirklich auch nie was zu sehen war, dass man den einfach so zubauen kann. Falls ihr da mehr wisst, könnt ihr ja gerne mal Bescheid sagen. Ansonsten ja, kommt dann hier die Heckpartie mit den zwei Endrohren. Ja, jetzt nichts irgendwie Besonderes. Hier kommt dann später wahrscheinlich noch die Verkleidung dran. Da haben wir dann ähm, Bricks mit diesen pin -Aufnahmen. nicht Pin-Aufnahmen, Pins oder Noppen. Und dann auch wieder die doppelten Kotflügel, die dann hier mit Bricks verbunden werden. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, hier ist eine 2x2-Plate, die sitzt oder die ragt vor die Sitzbank hinten. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ich weiß nicht, ob man die zwei Noppen dann wirklich braucht, um da irgendwas zu befestigen. Ansonsten hätte ich da wohl eher einen 1x2-Brick genommen. Aber gut, vielleicht hat es ja Sinn. Müssen wir mal gucken, wie es dann am Ende aussieht. Ja, ansonsten, Anleitung funktioniert alles ohne Probleme. Ist halt das klassische, man sieht, welche Teile man braucht. Und dann bei Bluebricks am Modell, wo sie dran sind. Bisher hatte ich auch nie das Problem, dass irgendwas verdeckt ist oder so. Das war immer relativ eindeutig, was man dann mit den Steinen machen musste, wenn man sie sich rausgesucht hat. Ich hatte auch keine Fehler. Also das hat alles so gepasst, wie es sein sollte. Und bis jetzt auch keine Fehlteile und keine Fehlgüsse, was für mich auch bisher eine Premiere ist. Aber gut, das mit den Farben habe ich auch zu früh gelobt. Gucken wir mal, wie es dann am Ende wird. Ja, also gesagt, ja, das Einzige, was mich stört, ist halt das mit dem Schwarz, dass das doch ziemlich. Ähm, variiert. Gut, dann baue ich ihn jetzt mal zu Ende und melde mich gleich mit dem fertigen Modell zurück. 209 Bauschritte sind erledigt. Da steht er jetzt. Oder das schwarze Heldenfahrzeug steht jetzt hier. Als erstes, ich habe natürlich ähm, wieder zu früh gelobt oder ich habe es beschrieben. Im letzten Bauschritt oder bei Bauschritt 208, Zwei, zweimal vier Fliesen, die haben dann gefehlt. Ich habe sie jetzt durch normale Noppensteine ersetzt, damit das Dach wenigstens zu ist. Ja, <laughs> wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das mal alles geklappt hätte. Kommen wir zum Bauen, was wir gemacht haben. Ich hatte euch ja den Hohlraum zuletzt gezeigt. Da kommen dann Plates drauf und das Ganze wird nochmal verfließt in einer Schicht. Mein Tipp, macht das mit den Plates und den Fliesen separat und setzt es dann erst rein, weil wenn ihr die Plates drauf habt, habt ihr keinen Gegendruckpunkt mehr, um die Fliesen richtig aufzubringen. Danach kommt das Heck, die Heckpartie hier, das wird separat gebaut, auch wieder mit Richtungsumkehrungen und alles sowas und wird dann von hinten an die Bricks gedrückt, die die Noppen nach außen noch seitlich haben. Da muss man dann halt wieder gucken, dass man einen richtigen Gegendruckpunkt findet, um das wirklich fest dran zu drücken, weil da braucht man dann doch schon ordentlich, weil das eine, wirklich eine hohe Menge an äh, Noppen ist, wo man gegendrücken muss, dass man das dann alles richtig schön dran kriegt. Ja, danach verkleiden wir das Ganze noch hier mit den ganzen Plates einmal ringsherum. Wir bauen die B-Säule, die, wie ich auch schon vermutet habe, mit den zwei Noppen, die da vor die Rücksitzbank äh, ziehen, die braucht man auch, um das Dach dann hier richtig zu befestigen. Beziehungsweise auch die Befestigung, wo dann das, die Scheiben hinten dran kommen. Und ja, dann geht es weiter mit dem Dach. Da kommt erstmal hier nur das T-Stück. Die Teile hier, die zwei werden dann am Ende dran gesetzt. An das T-Stück kommt die A-Säule, die nur hier an einer Noppe hängt und damit auch das fragilste an dem ganzen Modell ist. Also wenn man da nicht aufpasst, hat man das Ding ziemlich schnell in der Hand. Ja, und dann zu guter Letzt. Der Spoiler wird fertig gemacht und die zwei Dachteile werden reingesetzt, wo dann, wie gesagt, die zwei Fliesen gefleht haben. Und damit ist man dann durch mit dem Bau. Ich hatte ein kleines Problem. Oh, was heißt Problem? Das hat mich gestört. Das hätte man in der Reihenfolge ändern müssen. Hier ist eine 1x4 Plate dran oder draufgesetzt von oben. Und dann soll man eine 3x3 Dreieck seitlich dran drücken. Das heißt, man muss das da irgendwie hinter die Plate würgen, um es dann dran zu drücken. Ich habe dann das halt erstmal abgenommen, dann das Seitenteil drangesetzt und dann hier wieder die, für die Verkleidung die Plate draufgesetzt. Das hätte in der Reihenfolge her eigentlich umgedreht in eine Bauanleitung reingemusst. Das ist jetzt so das Einzige, wo man wirklich sagt, das ist schlecht geplant. Wie gesagt, das mit dem Festdrücken, das ist immer so eine Ansichtssache. Wer schmale Finger hat, kommt da vielleicht äh, gut dran oder so. Aber das hier ist wirklich falsch. Hätte gedreht sein müssen. Ansonsten ging der Aufbau bis zum Schluss recht gut durch. Ja, und damit waren wir dann fertig. Und ich würde sagen, fangen wir mit der Review an. Dazu packe ich mal auf den Drehteller, dass wir uns das Ganze immer ein bisschen in Bewegung angucken können. Ja, wir haben hier von blubricks das schwarze heldenfahrzeug mit der produktnummer 102913 besteht aus 1047 teilen und kostet 39,95 im blubricks online store und ich gehe mal davon aus dass sie das die gleichen preise in ihren filialen auch haben ihr seht brauner pappkarton es ist keine anleitung dabei in papierform die anleitung gibt es auf der blubricks seite Einfach registrieren, das Modell suchen, dann steht PDF runterladen und dann kann man sich die kostenlos runterladen. Ob man das Modell kauft oder nicht, ist dann auch wieder Nebensache. Die Anleitung gibt es da immer. Zur Anleitung, die hat keine Bauschritte. Das heißt, ihr braucht alle 1050 Teile von Anfang an und dann baut man das in, wie gesagt, 209 Schritten einmal nach unten durch. Dementsprechend ist das nicht unbedingt was, was man über mehrere Tage bauen kann, weil man die Teile permanent hat, liegen auf dem Tisch. Außer man ist jemand von denen, die sich das alles wirklich feinsäuberlich sortieren in einzelne Schalen etc., dann ist das natürlich kein Problem. Ähm, ja, es werden die einzelnen Schritte äh, gut dargestellt. Man, man zeigt, oder es wird gezeigt, welche Teile man jetzt braucht und wie sie dann fertig am Modell aussehen. Man hat nicht das kleine. Bild immer noch separat, wie die Teile vorher richtig zusammengebaut werden müssen. Da muss man selbst ein bisschen nachdenken. Hier bei dem hatte ich keine Probleme damit, aber das richtet sich dementsprechend auch wirklich schon an Leute, die ein bisschen was gebaut haben und nicht an wirkliche Anfänger, weil die würden da wirklich viel überlegen müssen. Von daher aber seien wir mal ehrlich, das ist jetzt ja nichts was Kinder unbedingt bauen, die haben mit dem nicht wirklich was am Hut, sondern das geht eher so an meine Generation oder vielleicht noch ältere, die die Serie gesehen haben, die damit aufgewachsen sind und damit Emotionen verbinden. Ja. Dann Anleitung Hammer, ja, dann baut man das so durch und dann steht er hier so fertig da. Teilequalität ist bei Bluebricks immer so eine Sache. Also ich habe jetzt das ist jetzt mein drittes Bluebricks-Modell und das ist auch das dritte Modell, wo ich wieder was zu meckern habe. Aber das Meckern wird weniger im Vergleich zum letzten, denn die Fliesen und die Slopes sind wesentlich weniger oder gar nicht zerkratzt. Also wenn wir das jetzt hier mal gucken, die Fliesen, die sehen alle gut aus. Klar, ein paar Mikrokratzer sind immer drauf. Aber das meiste sind jetzt wirklich von mir Fingerabdrücke oder Fettflecken, die beim Bauen draufgekommen sind. Damit kann man arbeiten. Ist immer noch nicht das Niveau von Lego, goprix oder Kada, aber schon mal wesentlich besser, als ich es zuletzt hatte. Was aber wieder das oder ein Problem ist und das kann ich gerade bei einem schwarzen Auto nicht verstehen, ist die Farben. Das Ten drinne, das ist in Ordnung, aber das Schwarz hat Verschiedenste Schattierungen. Also wenn wir das jetzt hier so gucken, haben wir hier ein ganz schwarzes. Dann haben wir da einen fast schwarzen Brick. Der ist aber dunkler als der. Der ist dunkler als der. Und so haben wir hier jede Menge Schattierungen drin. Das ist echt schade. Bei einem schwarzen Auto sollte es ja irgendwie machbar sein, da halbwegs das gleiche Schwarz rauszukriegen und nicht äh, irgendwas zwischen ziemlich tiefschwarz und... Fast dunkelgrau. Das ist... Da müssen Sie echt dran arbeiten. Aber immerhin hat es mit den Kratzern geklappt. Scheiben sind auch in Ordnung. Die eine hat einen etwas größeren Kratzer hier hinten. Wo äh, sieht man... Da ist er. Ähm, ansonsten, sie sind nicht sehr milchig. Oder fast gar nicht milchig. Eher, wenn ihr jetzt hier was seht, wieder von meinen Fingern. Klemmkraft, alles in Ordnung. Also da, das funktioniert. Es ist halt wirklich immer nur die die Qualität, also von der Qualität her, von der, Kle ja, von Abmaßen und das passt alles, sondern der Zustand der Steine ist immer das Problem bei Globrix. So, jetzt muss ich mal kurz Luft holen und mich finden. Ja, kommen wir zum Modell. Das Modell ist 32 cm lang. Es ist in der Breite 15 cm und 9,5 cm hoch. Funktionen hat es keine. Wir haben keine Federung, wir haben keine Lenkung, wir haben keine Motorisierung oder irgendwas. Wir haben keinen mitlaufenden Motor, sondern wir haben Türen, die man öffnen kann. Auf beiden Seiten. Die sind dafür aber auch relativ dick. Auch von innen verkleidet. Hier schön mit den Telefonhörern als Griff. Und wir haben eine Motorhaube, die man öffnen kann. Und das war dann auch schon alles, was man an dem Modell machen kann. Achso, man könnte jetzt noch sagen, man kann die Seitenspiegel verstellen, wenn man da Wert drauf legt. Und das war es dann auch schon. Also, das ist dementsprechend ein reines Display-Modell. Wir haben die für ein Display-Modell ist es dann auch sehr detailliert dargestellt. Also, der Motorraum, ich finde den echt gut gelungen. Ich kann euch nicht sagen, was man da jetzt alles sieht. Ich nehme an, dass das ja zwei riesige Turbolader sind. Oder Vergaser oder keine Ahnung. Es sieht halt hübsch aus. Ich weiß auch nicht, ob das Original so aussah. Das müsst ihr oder könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr wisst, wie Kit von innen aussah. Ich finde es jedenfalls sehr hübsch gemacht und sehr detailreich. So, dann können wir das Ganze zuklappen und haben auf der anderen Seite noch mal eine Tür. Drinnen das Cockpit ist auch schön gestaltet. Haben auch, das zeigen wir besser am besten durch die Scheibe. Hier dieses seitliche, äh, den Computer, mit dem er ja dann äh, immer spricht und kommuniziert, der dem Michael auch immer hilft und äh, Hinweise gibt, wie er dann am besten seine Fälle löst. Haben sie also auch äh, erfolgreich oder ich sag mal gut umgesetzt. Genauso, ach so ja, die Leuchte vorne, die immer schön so hingeht, haben sie sich was Nettes ausgedacht. Und zwar sind hier drunter, da ja, doch man sieht hier sind einmal eins weiß, dann kommt hellgrau, dann kommt dunkelgrau und dann kommt schwarz soll halt die Bewegung der, des roten Punktes, der da immer völlig hin und her gewandert ist, äh, nachempfinden. Ich sag mal, wenn man es nicht weiß, kriegt man es wahrscheinlich nicht mit, aber wenn man weiß, dass man da genauer hinguckt, dann sieht man da den Farbverlauf. Das ist schon ganz nett, kann man so ja doch ein bisschen so wirkt. Und ja, wir haben Sitze, die man ein bisschen verstellen kann. Kopflehne, so das Übliche. Ansonsten hinten noch zwei Auspuffrohre. Vom Aufbau sehr stabil. Also, ihr seht das ja auch wieder hier mit riesigen Platten unten. Achso, das seht ihr nicht. So, jetzt seht ihr das mit riesigen Platten unten drunter. Man kann auch anfassen oder so ziemlich überall anfassen, wo man will. Das einzige ist halt, die Auspuffrohre hängen an einer Noppe und die A-Säule hängt an einer Noppe. Der Rest ist wirklich gut und stabil gebaut. Ja, drehen wir mal noch ein bisschen. Geschmacklich, ja, ob, ob man das jetzt noch hätte schöner machen können. Ich sage mal, das Original ist halt doch ein bisschen runder. Gerade hier die, die Hutze auf der Motorhaube, die müsste hier vorne einen schönen, einen schönen Bogen haben und nicht so eckig sein. Das lässt sich aber meines Erachtens mit Steinen nicht wirklich viel besser nach, nachbauen, vor allen Dingen nicht in dem Maßstab. Aber man erkennt sofort wer was es sein soll und von daher ist das Ziel erreicht und ich sag mal jeder der das in seiner Jugend oder halt auch irgendwann mal gesehen hat und damit die gute alte Zeit verbindet der äh, wird da gleich ein bisschen sentimental was aus meiner Sicht dem Modell fehlt oder was hätte besser gemacht werden können eine richtige Scheibe die passt und nicht hier wie so oft, wenn man dann eine A-Säule macht, dass man da so eine Lücke hat dann sollen sie sich spezielle Scheiben gießen, die dazu passen wenn sie das unbedingt haben wollen was mich auch stört, also wie gesagt die Lufthutze dass die nicht so verläuft, wie es, dass die Rundung halt fehlt ich hätte mir hier eine Abdeckung drüber gewünscht dass das nicht so, ich sag mal roh und und irgendwie unfertig wirkt Sagt hier das mit dem Dach, da fehlen die 2x4 zwei, zwei Fliesen da. Das versaut natürlich auch nochmal ein bisschen den Look, aber ich hatte halt keine besseren da. Ansonsten, ja, hier vorne die Kante, das ist auch jetzt auch nicht unbedingt ideal gelöst, dass man hier noch die Noppen so sieht. Aber dafür schön gemacht finde ich ähm, die Front hier auch mit den Rillen, wie es beim Originalnummer auch aussah. Und so die generelle Form ist. Finde ich gut ein, eingefangen. Auch hier mit den Entschuldigung, <laughs> mit den Radkappen, äh Radkappen ist gut gemacht. Es sind auch zwei übereinander liegen, also die kann man nicht weiter reindrücken. Das haben sie nicht gespart. Da haben sie wirklich äh, nochmal eine zusätzlich reingepackt, damit das dann auch immer ausgefüllt ist. Auch gut. Obwohl man es gar nicht sieht und es eigentlich total sinnlos ist. Wir haben nicht nur einen Kotflügel äh, pro Rad, sondern es sind immer zwei. Also wir haben innen auch nochmal so eine Rundung. Ja, bringt Stabilität in das Ganze rein und beim Bauen zumindest ist auch nett anzusehen. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir durch. Ich möchte euch jetzt hier auch nicht sinnlos weiter mit meinen Gedanken ähm, belasten. Ich sehe gerade, hier ist irgendwo ein Stein abgefallen. Gut. Sind noch genug in der Ersatzteilkiste. Dann machen wir doch hier noch ein bisschen Live-Bau draus. Irgendwo hier war so einer. Aber vielleicht ist es auch der und ich habe beim Bauen gestudert, aber der war vorhin eigentlich noch dran. So. Und damit seht ihr den letzten, ach nee, theoretisch den letzten Stein ans Modell und fertig. Gut. Drehen wir noch mal eine Runde. Ich erzähle währenddessen, dass ich mich bei euch bedanke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wie immer oder es hat euch gefallen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst oder vielleicht auch, falls ihr das noch nicht gemacht habt, meinen Kanal abonniert. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Krümel baut. Tschüss.